Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir müssen hier wieder ein bisschen Wasser nachpumpen, sonst kriegen wir hier Probleme, wenn uns hier das Wasser ausgeht. Pump schön raus, pump schön raus. Wir müssen das hier schnell in Gang bringen. So, je nachdem wie heiß das Wasser ist, isolieren wir die Leitung lieber. So, die geht hier hin. Die muss darauf. Okay. Machen wir das am besten. Da eine Leiter hin. Lass da ein bisschen ausgraben, dass wir da hinkommen. Hier durch und einfach da dran. Perfekt. Natürlich aber mit Füllstandsensor, damit da ein bisschen was an Mindestmaß drinnen ist, dass wir da nicht unnötig Strom verbrauchen, um weniger zu pumpen. Ah, hier schon wieder. Again. Aber ist eh gut, dann kriegen wir wenigstens jede Menge Natural Gas. Ich weiß ja gar nicht, wie viel produziert denn der pro Sekunde. Das wäre interessant. Beweg dich raus da, komm schon. Oh, wir müssen mehr Öl loswerden, das wird da unten nämlich langsam immer mehr. Oh, und da habe ich eine Idee. Wir könnten das hier zu Mesh-Tiles machen. Ne, da brauchen wir es gar nicht. Das Problem ist ja, das füllt sich hier jetzt gerade nicht, ne? Mann, was ist das für ein komischer Bug teilweise? Habt ihr das gesehen? Ist das irgendwie nochmal so... Wie wenn wir so wechseln? Was macht sie die ganze Zeit? Komm schon, baut's was. Ah, hier haben wir es langsam. Mal abschalten, dass ich das wieder ausgleichen kann. Ja, hey. Gut, gut. Ja, hier auch bitte. Das ist wichtig zum Bauen. Los, los, los. Los, Leute, baut. Stimmt, die haben ja das auch noch. Können wir das hier gleich anschließen? Das wäre natürlich ganz super. Da angeschlossen bekommen. Die Frage, ob das hier dann priorisiert wird. Ich hoffe. Ja, ja, viel zu bauen. Viel zu bauen. Gut, dass wir zwei Bilder haben. Also, Ada ist hier auf jeden Fall sehr hilfreich. Oh, sie hat einen Skillpunkt. Sehr schön. Könnt ihr gleich schneller bauen in Zukunft? Laufen die hier eh brav, ja. So. Wir können langsam hier wieder einschalten. Sehr schön. Das läuft wieder. Das da oben ist so gut wie fertig. Aber es, wow, okay, war das Granit halt auch. Hat das.
okay, das hat nicht allzu viel Kapazität, aber doch einiges. Und weil es natürlich eine gewisse Temperatur hatte, dauert es jetzt, bis das hier abkühlt, ne? Shit. Wir müssen jetzt das hier dann nochmal bauen, aber momentan ist das da unten wichtig, ja? Okay, die bauen hier gerade an den Leitungen. Einzeln, wie es aussieht. Ist halt auch alles voller Slime lang. Das ist offensichtlich nicht heiß genug, dass es weggeht. Das funktioniert hier scheinbar ganz gut. So, ich mach mich wieder ran. Zum Rest wegpumpen. Hier ist keine Kohle mehr drinnen. Ich werde hier einfach nichts reinbringen. Sehr schön. Gut. So, dann schauen wir, dass wir das hier weggraben. Airflow-Teils reinmachen können, damit das ganze CO2, was die hier die ganze Zeit raushauen, da, dass das besser nach, hier nach unten kommt. LOL. Mann, jetzt sitzt sie auch noch Slime lang. So eine Scheiße. Wasser. Wir haben keinen Fisch. Ah, gut, der gebackene oder gekochte Fisch wird den wahrscheinlich gut schmecken. Also könnte daran liegen. Wo ist eigentlich. Achso, okay, der grabt jetzt einmal hier weg. Gut. Gehen wir weg. Ja, was machst du denn da unten? Was auch immer der gemacht hat. Hört doch bitte auf, die Dinge einzeln zu bauen. Meine Güte. Okay, hier gibt es wenigstens. Okay, eins hat er hier gebaut. Wow. Oh Mann. So, mit den Airflow-Teils könnte. Okay, das Problem ist, das CO2 bewegt sich hier, glaube ich, immer in die rechte untere Ecke. Aber auch hier kannst du eigentlich abfließen. Sollte man meinen. Okay, wir können hier rüber graben zum Beispiel. Ne, können wir nicht, wenn man hier nämlich nicht drauf kann. Okay, da unten gibt es scheinbar doch ein bisschen was zu graben. Zu bauen. Es gab was zu bauen, mittlerweile wohl nicht mehr. Okay, die tragen ja alle möglichen Sachen schon weg, Gott sei Dank. Räumt so ein bisschen zusammen, Leute. Sehr schön, er kann da schon reingraben. Ist sehr warm hier. Naja, es ist hier warm einfach. Lassen wir hier nochmal raus. Der bricht schließlich dann wieder aus. Hier geht gar nichts raus, das heißt, er fördert nicht, ne? Ja,
der fördert nicht. So, jetzt kriegen wir hier langsam das Problem, dass hier niemand das Öl verwendet. Warum macht sie hier nichts? Ja, toll, das Ding ist nämlich gebaut und der ist im Idle. Okay, wir können hier oben aufmachen. Damit wir das bauen können. Das ist die Zeit. Okay, ja, geht noch. So, wir sind hier mal fertig. Na gut, dann können wir hier anschließen erstmal. Das mal wieder machen lassen. Hier die Verbindung kappen. Wow, okay, das ist schon abgekühlt, was so lange da drin gestanden ist, natürlich. So, lassen wir den Rest hier durch. Oh, müssen wir aber hier die Verbindung kappen jetzt, damit das hier mit voller Leistung durchgeht, weil sonst da. Sonst kühlt er der weniger ab, als er eigentlich könnte, und das soll natürlich nicht sein. Sind schon 9 Kilo, aber das passt auch noch. -42 °C kommt hier wieder zurück. Ja, kommt hin. Gut, damit können wir hier schön Wasser kühlen jetzt. Das Problem ist natürlich, dass der immer wieder heißes Wasser nachwirft. Mit 8 Kilo pro Sekunde. Günstig. Na, jetzt haben wir natürlich langsam Stromprobleme. Es wird da drinnen wärmer und wärmer. Aber die produzieren schon zu wenig einfach. Das heißt, wir kappen hier nochmal die Verbindung. Bissel was abgekühlt, das ist natürlich nicht wirklich merklich. Wir müssen das Wasser wahrscheinlich auch später woanders hinführen, weil dieser Loop halt einfach wenig Kühlleistung hat und stattdessen lieber das gekühlte Wasser vielleicht ein zweites Mal im Kreis führen. Wir kühlen sie um 28 Grad pro Durchlauf, das heißt die 42 könnten wir nochmal schön runterbringen auf minus 18, 34, auf 14 Grad circa, ne? Müsste das sein. Könnten es dann hier reinlassen einfach. Aber wir brauchen das hier dringend jetzt, damit wir auch Polluted Water wieder bekommen. Das steht schon mal. So, grün, wenn über 50 Kilogramm. Schauen wir mal, wie schnell wir das erreichen. Und der nicht dauernd leer pumpt. Ja, was machen wir 100? Okay, da drinnen haben wir jetzt schon fast ein bisschen Dampf. Aber wir müssen hier leider noch ordentlich ordentlich aufheizen, bis wir soweit sind. Am wichtigsten wäre halt einmal das System hier. Damit wir anfangen können. Die Leitungen da oben sind weniger wichtig erstmal. Schläft gerade. Nö. Nee. Ist auch nicht beim Essen. Was ist die denn dann? Ach, die baut hier. Okay. Gut. Warum geht das so weit weg zum Luft holen? Da ist doch auch Luft. So, gehen wir nochmal kurz an, wenn wir jetzt schon wieder Strom haben.
Schaltezahlen bei 50%. Nachdem sie das eh nicht halten können. Wieder mal wieder ein bisschen abkühlen können. Gut. So, das genügt wieder. Und wir haben Dampf. Yay. Jetzt mal hier mal kurz umschalten. Generator idle. Warum ist er idle? Wahrscheinlich ist es nicht warm genug, aber es sagt uns nicht, komischerweise. Da ist sogar noch ein bisschen Wasser drinnen. Okay, wir haben es bald. Sind bald soweit. So, du schaltest aus bei 90. Du schaltest ein bei 10 auch. Okay, jetzt schläft sie. Okay. Das hier läuft nur bedingt. Weil wir schon wieder kein Wasser haben. Wir müssen schon wieder nachliefern. Ah, okay, geht los. Bräuchten wir auch so Memory Cell. Das werden wir jetzt gleich mal hier ein bisschen upgraden. So wie es ist. Insufficient oxygen generation. Aber nur knapp. Scheiß Slimelung. Oh, aber sie ist die einzige, die es noch hat. Immerhin. 1,5 Tage noch. Das heißt, sobald Hassan hier wieder auftaucht, sollte eigentlich wieder ordentlich was weitergehen. Das Problem ist, auch hier drinnen wird es warm. Also auch hier drinnen muss es irgendwie dann gekühlt werden. Ne? Ich fürchte, wir werden da einen richtigen Kühlloop draus machen müssen, wo wir einfach Wasser im Kreis schicken. Oh, Grapefruit Preserve. Okay. Also, ja, nehmen wir lieber ein bisschen Erde, weil Erde brauchen wir für die hier. Und ich habe keine Ahnung, wie viel wir noch haben. Okay, da. Ja, wir haben schon noch einiges, aber... You never know. Ah, jetzt wo er nicht nur kein Slimelung mehr hat, geht echt was weiter. Naja, wir brauchen hier natürlich Strom. Das heißt. Transformer. Ja, nehmen wir einen normalen. Das genügt schon. Wire. Hier können wir so einen Memory Toggle einbauen. Und sagen. Wir haben einen hier und wir haben einen da drüben. Der resettet, der setzt. Das brauchen wir nicht. Machen wir das so. Na, natürlich, diesmal ist es Barney. Was haben wir hier schon drinnen? Wow, 82 Kilo pro Teil. Damit sollte doch was weitergehen. Oh, Barney, ich glaube, du solltest hier raus. Das war schnell. Ja, das ist natürlich cool, ne? Wow, das ist auch so heiß hier. Wir
bald überschwappen. Das heißt, wir werden jetzt dann hier die Verbindung killen, weil wir es einfach momentan nicht brauchen. Das heißt aber natürlich auch, dass jetzt kein Natural Gas mehr produziert wird, kurzzeitig. Oder erstmal. Das ist natürlich blöd. Jetzt rennen sie wieder weg. Okay, haben nur das Kupfer daherbracht und fallen lassen. Toll. Wenigstens macht der das gleich alles. Oder auch nicht. Passt. War das auch? Du das setzen. Das heißt, du setzt bei, sagen wir, 500. Und der resettet dann bei 50 oder so. Ja, das ist natürlich wichtig. Boah, da liegt eine Tonne Algen. Ja, bitte baut doch hier ein Teil hin, ja. Dass es nicht so offen stehen bleibt. Auch weg. Mist. So, der Part ist auch wieder zu Ende. Wir switchen das hier wieder um, dass die bei 80 anfangen. Aber hier wieder kurz anwerfen und ja, die Hitze zu halten da drinnen. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.